Hallo zusammen, hier ist eure Jonanda und ich möchte euch einen Tagesenergiespiegel reingeben. Ja, das ist eine Energie, die gilt ab jetzt und für, ja, so in den nächsten Tag hinein. Schau mal, ob du in Resonanz gehst. Es ist schön, dass du wieder da bist und ich freue mich über alle, die da sind, über alle, die wieder da sind und über alle, die neu da sind. Ihr macht mir eine riesengroße Freude, auch mit euren lieben Kommentaren und ja, ganz kurz will ich nochmal anmerken, ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich nicht auch persönliche Legungen mache. Es gibt ein Video in meiner Playlist über mich, wer ist Jonanda Latura? Da hört ihr meine Beweggründe, warum dies derzeit bei mir nicht möglich ist. Ja, einfach, wen es interessiert, der schaut sich's gerne an. Da erfahrt ihr auch so ein bisschen mehr über mich und ja, ich bin hier, weil ich wahnsinnig gerne gebe und weil ich wahnsinnig gerne Karten lege. Ja. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter, ne, was so in meinen Karten liegt. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bitte die Karten, ja, vielmehr, ich bitte die lichtvolle geistige Welt durch die Karten, eine Botschaft fürs Kollektiv, weil wir sind ja hier in einer allgemeinen Legung, uns zu geben. Ja, ich bitte um 1 bis 2 Tarotkarten und leg dann noch ein bisschen mit Kipper und Lenny weiter. Ja, Dankeschön. Dankeschön. So, da haben wir schon mal den Tarot. Blick in die Kipperkarten. Ich bitte die lichtvolle geistige Welt, mir nochmal so 2, 3 Kipperkarten dazu zu geben. Dankeschön. So, und noch Blick ins Lenny. Ich bitte die lichtvolle geistige Welt, mir nochmal so 2, 3, vielleicht 4 Lenny-Karten springen zu lassen. Schon mal die eine, die erste, die hat sich umgedreht. 2, 3. Vier. Vielen Dank. So, da wollen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4. So. Du schaust jetzt für dich, sehr spannend, du schaust jetzt für dich, ob du für dich schaust oder ob du für jemand anderen schaust, ja. Ich versuche hier möglichst neutral auch zu sprechen, auch männlich, weiblich, mach das bitte passend für dich oder gleichgeschlechtlich. Hier soll jeder gleich behandelt sein, ja. Also teilweise bitte ich ums Umdenken. Ich rede aus Sicht einer Frau, weil ich eine Frau bin, ja. Und die meisten, die zuschauen, sind wahrscheinlich auch Frauen, aber ich freue mich natürlich über jeden Mann, der mir hier zuschaut, gell. Also ihr denkt dann bitte einmal um. Und außerdem ergibt sich ja sowieso ein Sinn. Ne? Deswegen starten wir jetzt einfach mal. Also, wir haben hier als erstes eine sehr, sehr positive Karte. Nämlich, wir haben die 9 der Münzen. Und bei der 9 der Münzen geht es um eine ganze Menge Fülle. Es geht um inneren und äußeren Reichtum in einer Situation, in der du dich entweder gerade befindest oder dein Gegenüber, wenn du für jemand anderen schaust. Das ist eine Fülle, die vielleicht auch in einer Beziehung liegt oder aber auch in einem Projekt. Ja, wir sind ja hier in einer allgemeinen Legung. Es kann um Materie gehen, es kann aber auch einfach, also die Münzen können für die Materie stehen, also es kann hier um vielleicht auch um Finanzen gehen. Die Münzen stehen aber auch für das Element Erde, was ja auch Bodenständigkeit ist und Sicherheit, ja,
Und die Karte wird grundsätzlich auch so gedeutet, dass sie für inneren und äußeren Reichtum steht, also auch Gefühlsreichtum. Wir sehen hier auch einen Schmetterling und der steht für die Metamorphose, ne, für eine Verwandlung. Und der Wolf als Krafttier, das ist ja eine Führernatur, ja, der führt dich in die Tiefen, in deine eigene Tiefe, ja. Hier haben wir die Sonne, also hier ist eine ganz, ganz positive, kraftvolle Energie. Weil der Wolf in die Tiefe führt, steht er halt auch für das Innere, ne? Für den inneren Reichtum, den du in dir auch finden kannst, ja, wenn du den Wolf als Seelenführer hast. Die Raben ohnehin, die lichten den Schleier, ne? Also als Krafttier, ich will mal ganz kurz drauf eingehen, ist der Rabe ja eine Energie, der die Schleier lüftet. Und die Raben finden immer vom Schatten ins Licht, weil sie kennen sich in den Schatten aus, ja. Die führen aus dem Nebel heraus und hier ist die aufgehende Sonne und hier ist ganz viel Reichtum. Hier ist ganz viel Leichtigkeit in der Situation auch, ne, der Schmetterling und wahnsinnig viel Fülle, innerer und innerlich wie äußerlich, ja. So, wenn da nicht die neuen Stäbe wären, weil hier hat jemand Angst, sich auf diese Fülle einzulassen. Ne? Die Person hier ist wachsam. Das ist eine Person, die hat in der Vergangenheit schon sehr viel erlebt, vielleicht viele Federn gelassen, ja? Ist oft verletzt worden, hat unter Umständen ein gebrochenes Herz, ist oft enttäuscht worden, ja, menschlich enttäuscht vielleicht auch, ne? Wenn es jetzt hier um Finanzen und Beruf geht, hat vielleicht schon oft auch auf diesem Gebiet Niederschläge geerntet, ja, und ist jetzt sehr, sehr wachsam. Weiß nicht, ob sie sich auf diese Fülle einlassen kann, ob sie diese Fülle über den Weg trauen kann. Macht sich sehr viele Gedanken, denkt viel nach und beobachtet unter Umständen, ja, die beobachtet die Situation. Ja, entweder bist du das, dass du hier einer Sache nicht so ganz über den Weg traust, bleibst so im Rückzug, bist so auf dem Beobachtungsposten, schaust erstmal, was da noch kommt, siehst zwar die Fülle, ne, die da vor dir liegt, aber traust dieser Fülle nicht so über den Weg, weil du ganz einfach schon viel erlebt hast, schon viel verletzt wurdest, schon viel durchlitten hast und ja, schon die ein oder andere Beule in der Rüstung hast, ne, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Ja, also hier wird erstmal ganz genau geprüft und aus der Ferne beobachtet, vielleicht auch über Social Media, ne, ist es auch möglich, ob das hier wirklich echt ist, ja, ob das hier wirklich seriös ist, ne, sollte es um Finanzen gehen und ob das hier wirklich auch sicher ist, ja, Sicherheit. Sehr spannend. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. In dieser Situation gab es einen Rückzug. Und vermutlich von dieser Person. Ne? Da wollte ich schon gleich wieder zwei Sätze auf einmal sagen. Ja, ja, so ist Yonanda. Also in dieser beschriebenen Situation, die eigentlich sehr erfüllt sein kann, ja, eine erfüllte Verbindung, eine erfüllte Beziehung, egal ob in Liebesangelegenheiten oder beruflich gesehen, gibt es oder gab es einen Rückzug? Vermutlich, so wie die Karten hier liegen, ist die Person immer noch im Rückzug. Ja? Die Karte der Krankheit steht für Rückzug. Ja? Und es sieht so aus, als ob sich hier jemand nicht so ganz aus dem Rückzug raustraut, aber es geht hier weiter mit einem Neuanfang. Ja? Bei mir kommt rein, es wird, ja. Die Person wird hier ihre Ängste und ihre Vorsicht überwinden, ja, die wird sich trauen, die wird aus dem Rückzug zurückkommen, weil hier ein Neuanfang drin liegt. Es dauert vielleicht noch etwas, ja, sie ist noch etwas skeptisch. Skeptisch ist genau, also diese Skepsis bezeichnet genau hier die Neun der Stäbe. So, dann haben wir hier wieder den Neuanfang, der in den Lenny-Karten liegt, und zwar werden hier Komplikationen und Irrwege abgelöst. Also hier geht etwas Falsches ins Ende. Ne?
Die Schlange. Ne? Also, ich will euch die Schlange erklären. Die Schlange kann entweder für eine andere Person stehen, weiblich. Die Schlange hat meistens nichts Gutes zu sagen. Die wird auch manchmal in den Lennykarten für die Heilung gedeutet, allerdings nicht in meiner Deutung. Die Schlange steht nicht für Heilung. Es sei denn, der Baum liegt daneben und entsprechende positive Karten. Ja? Zum Beispiel der Baum, die Schlange, die Sterne. Ja? Das könnte wirklich bedeuten, dass eine Magen-Darm-Erkrankung endlich in die Heilung geht. Beispielsweise jetzt. Ne? Aber die Schlange als Einzelkarte, ja, und hier in solchen Deutungen sind die Karten in der Regel als einzeln zu sehen, steht für mich nicht für die Heilung. Ne? Nur das schon mal als Erklärung, falls hier jemand schaut, der selbst Lennykarten legt und das so deutet. Wichtig ist das, was bei mir reinkommt, weil die Karten quatschen ja gerade mit mir. Ne? Jeder übersetzt auch etwas anders. Und das bedeutet hier für mich ganz klar, dass hier etwas, was sich schon in die Länge zieht, ins Ende geht. Eine Situation, die schon unglaublich lang ist, wie so ein Kaugummi, so ein ewig langer Weg, der wird hier beendet, weil hier dominiert ganz einfach der Neuanfang, der ja hier sogar zweimal gefallen ist. Ja? Hier liegt also der Schlüssel. Der Schlüssel liegt im Neuanfang und es kann auch sein, dass hier eine Person, die hier vielleicht dazwischen steht, eine weibliche Person, falls es jetzt hier bei dir um einen Gegenüber geht, ne, der noch in einer Beziehung ist. Wenn du jetzt männlich bist und zuschaust, dann also dreh das für dich, wie es passt. Also dann ist das einfach als andere Person zu sehen, ja. Dass hier ganz einfach eine Person rausgeht, ja, aus dieser Situation, die dazwischen stand. Die Schlange kann auch die Mutter sein, zum Beispiel. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, wo ganz einfach eine Manipulation geschieht von einer Seite der Mutter. Ja? Es ist leider oft so, dass Schwiegermütter auch manipulativ sein können. Ja? Das sage ich jetzt einfach mal so, weil es so ist. Es ist eine Tatsache. Also um was für eine Komplikation auch immer es sich hier handelt, die diese Situation beeinflusst, sie wird in den Verlust gehen. Ja? Das ist schon mal sehr gut. Und hier ist nochmal der Rückzug, der im Moment zwar noch da ist, aber überwunden wird, weil wir haben hier zweimal den Neuanfang liegen. Also hier ist ganz klar zu verzeichnen, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ne? Wir haben dreimal Rückzug, der aber abgelöst wird, weil hier vielleicht auch eine Manipulation, was auch die Schlange sein kann, in ihr Ende findet, das Ende einer Manipulation. Und dann ist der Neuanfang möglich, liegt doppelt. Und dann kann diese Fülle auch gelebt werden. Ja? Also das ist eine sehr spannende Legung. Ja? Also hier steht eine Kraft dazwischen, die da nicht hingehört. Das ist die Schlange, aber diese Kraft geht raus. Ne? Und die Person, die hier im Rückzug ist, die wird sich trauen, ja, die wird sich trauen, es kann allerdings noch ein bisschen dauern. Wir schauen mal auf die unteren Karten. In dieser Situation hier, ja, liegt eine Herausforderung. Die 5 der Stäbe stehen aber für eine gesunde Herausforderung. Die stehen jetzt nicht für einen erbitterten Kampf oder für was Negatives, wo es Verletzte gibt, sondern mehr für so eine Rangelei, ja. Hier wird gerangelt. Hier rangeln so die Energien und die Kräfte. Und die 5 der Stäbe steht auch dafür, dass das eine gesunde Herausforderung ist, der man sich ruhig mal stellen darf, ja, die man annehmen darf. Ich habe ja jetzt schon wieder was auf den Lippen, aber ich muss ja hier auch wirklich seriös deuten, gell? Oh mein Gott. Oh, hier geht es in eine Verbindung rein, in eine neue Verbindung. Wenn das hier überwunden ist, ja, hier dieses ganze Galama, was da so vor uns liegt, jawohl, und hier kommt die Sonne, also hier kommt positive Unterstützung, die Sonne ist die stärkste Karte in den Lennys, die ist auch direkt gefolgt von dem Baum, hier geht es um Heilung, ja, also diese Situation hier wird in ihre Heilung finden, die wird auch in ihre Kraft zurückfinden, in ihre Energie zurückfinden, diese Fülle hier, die kann gelebt werden, das ist im Übrigen auch die Fülle,
in einem sicheren Garten, ja. Also da ist alles geschützt und behütet. Und hier braucht einfach jemand noch Zeit. Hier braucht noch jemand Zeit, der ganz einfach eine Geschichte schreibt, der schon viele Verletzungen durch hat und schon oft enttäuscht worden ist und einfach sehr vorsichtig ist, aber die Situation sehr wohl beobachtet. Ne? Das ist jetzt meine Zusammenfassung, zum Beispiel über Social Media. Jemand, der die ganze Zeit im Rückzug war. Hier geht es definitiv in einen Neuanfang zu seiner Zeit, wenn hier eine manipulative Energie abgelöst wird, ja, und die wird in ihr Ende finden. Das kann hier eine Rivalin sein, eine andere Frau. Es kann einfach auch bedeuten, dass sich hier etwas in die Länge gezogen hat, das findet in sein Ende. Oder eben tatsächlich Manipulation durch dritte Personen werden hier beendet. Und diese Distanz, die liegt da noch. Ne? Also es kann sein, dass es einfach noch ein bisschen in der Ferne liegt, aber es wird kommen. Also hier ist wirklich die Geduld gefragt und wir haben die Kraft der Sonne, die den Prozess unterstützt. Also es ist eine sehr aufschlussreiche Legung. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit eine Brücke bauen. Und wenn du bis hierher gehört hast und mir folgen kannst und meine Art, die Karten zu deuten, magst, ja, dann freue ich mich von ganzem Herzen über ein Like, über ein Abo, ja, damit wir zusammen wachsen können und du kannst bei mir dich darauf verlassen, dass du immer mal was von mir hörst. Ne? Also es ist bei mir so, dass ich in der Regel sonntags so eine Wochentendenz reinlege, ne? So der Blick auf die kommende Woche. Donnerstags ist Seelenpartnertag, dazwischen mache ich, was mir so einfällt. Ich habe viele verschiedene Möglichkeiten und manchmal kommt mir morgens der Gedanke, ach, heute machst du mal das. Gestern habe ich zum Beispiel mein Liebesorakel reingestellt. Und ja, also es gibt hier immer Neuigkeiten von Yonanda und ja, vielleicht darf ich ja eine derjenigen sein, die dich auf deinem Weg begleitet, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, ansonsten, was gibt es noch zu berichten über meine Art der Kartendeutung? Ja, was ich halt gemerkt habe, am meisten läuft ja Seelenpartner. Ne? Das ist also wahrscheinlich momentan auch in der derzeitigen Schwingungserhöhung das Top-Thema. Ne? Also da wird es regelmäßig was Neues geben, aber auch nicht zu oft. Weil ich bin der Meinung, es wird dann schwammig. Ne? Wenn ich jetzt jeden Tag eine Seelenpartnerlegung mache, dann wird es schwammig und es gibt ja auch noch den einen oder anderen, der einfach mal so einen Tagesblick werfen möchte. Ne? Was ich auch im Moment nicht mache, sind Monatslegungen, weil das finde ich zu weit vorausgeschaut. Ja, es sind ja immer nur Tendenzen und ich kann es immer nur nochmal sagen, die Energie, die hier auf dem Tisch jetzt liegt, in Bildern, ja, bebildert, die ist sowieso da. Die Energie ist sowieso da. Durch die Karten wird die eigentlich nur sichtbar gemacht, ja. Und ich finde, man sollte halt den Energien auch immer so ein bisschen Zeit geben, dass sie erstmal sacken können. Ne? Deswegen kommen die Legungen regelmäßig, aber die gleiche Legung nicht immer täglich. Ne? Okay, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Schaut mal, hier fällt ganz viel Licht rein. Ja, ein herrlicher Tag, dann wollen wir mal durchstarten. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ciao, 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 deine Yonanda.